Ich begrüße Sie zur nächsten Einheit. Diesmal geht es um die Textkritik. Wir hatten in den letzten Einheiten die antiken Verhältnisse erst kennengelernt und uns dann über etwa 1000 Jahrhunderte in einem Schwung wegbewegt, um zu gucken, wie die Kodizes aus der Antike überhaupt zu uns gekommen sind. Kein lateinischer Text aus der Antike ist im Exemplar des Autors auf uns gekommen. Also wir haben überhaupt kein Autograph. Ich hatte Ihnen einen Papyrus vorgestellt, wo man vielleicht hoffen könnte, dass es ein Autograph wäre, aber es sicherlich kein Autograph gewesen ist. Unsere Überlieferung beruht auf Abschriften von Abschriften von Abschriften. Und im Verlauf der Zeit sind diese Abschriften natürlich durch Fehler oder Beschädigungen entstellt worden. Die Aufgabe der Textkritik ist es nun, mit Hilfe der Überlieferung das herzustellen, den Text wiederherzustellen, den der Autor ursprünglich geschrieben hat. Also jeder Text, den Sie in der Ausgabe gedruckt vor sich haben, ist nicht mehr als eine Rekonstruktion. Eine Häufung von Plausibilitäten. Also nicht wie anders als in der Goethe-Ausgabe etwa, wo wir das Autograph noch haben und sehen können, was der Autor geschrieben hat, müssen wir den Text immer rekonstruieren. Das ist ein Konstrukt. Und das ist der Unterschied zwischen antiken Texten und modernen Texten. Die Textkritik, die sich mit dieser Aufgabe beschäftigt, die Texte zu rekonstruieren, die wurde im Wissenschaftlichen wurde entwickelt, nach Vorläufern natürlich, in der Epoche des Historismus. Das heißt, im 19. Jahrhundert. Da hat man angefangen, das Ganze mehr oder minder methodisch zu betreiben und ein mustergültiges Exemplar für eine solche textkritische Edition finden Sie etwa in der Lucrez-Ausgabe von Karl Lachmann. Das ist derselbe, der dieses Lachmannsche Gesetz erfunden hat. Der hat eine tolle Lucrez-Ausgabe gemacht und da im 19. Jahrhundert war so etwas wie ein wissenschaftliches Verständnis für Textkritik gereift. Ich stelle Ihnen nun die Methodologie der Textkritik vor. Und zwar, sie vollzieht sich in drei Stufen. Und diese Stufen bezeichnet man mit lateinischen Begriffen als Recensio, Durchmusterung, Examinatio, Überprüfung und Emendatio, Heilung. Wobei natürlich Letzteres am meisten Spaß macht. Das Ziel der Recensio ist es, die frühestmögliche Form des Textes zu rekonstruieren, die der gesamten Überlieferung zugrunde liegt. Diese früheste Überlieferung bezeichnet man als den Archetypus. Dazu werden die Handschriften miteinander verglichen und ein Stammbaum, zu lateinisch Stemma, wird hergestellt von denjenigen Handschriften, die voneinander unabhängig sind. Das ist nicht so ganz richtig. Die natürlich voneinander geschrieben, sondern nein, die sind auch voneinander abhängig, sonst könnte man ja keinen Stammbaum machen. Also man stellt erstmal auf, die unabhängig voneinander sind, aber man stellt natürlich auch die Abhängigkeiten heraus. Handschriften, die bloße Abschriften von anderen Handschriften sind, werden ausgeschlossen. Das nennt man Eliminatio. Okay. Methodologisch dient zur Ermittlung der Abhängigkeitsverhältnisse das Prinzip des Fehlers. Wenn zwei Handschriften A und B gegenüber einer anderen
oder einer oder anderen Handschriften denselben Fehler aufweisen, sind sie enger miteinander verbunden. Das nennt man einen Bindefehler. Und das wird Ihnen als Lehrer in der Schule hinterher auch noch begegnen. Wenn Sie wissen, wer in der Klassenarbeit mit wem abgeschrieben, gemeinsam gearbeitet hat, dann müssen Sie immer auf die Bindefehler achten. Das Richtige zählt natürlich nicht. Weist B über A hinaus noch einen weiteren Fehler auf, so hängt B von A ab. Also, daran können Sie überprüfen, wer voneinander abgeschrieben hat. Wenn aber A und B, also umgekehrt, ist es natürlich, wenn jetzt A gegenüber B einen weiteren Fehler aufweist, so ist das Gegenteil der Fall. So können Sie feststellen, ob A oder B zuerst war. Wenn hingegen A und B jeweils einen Fehler oder mehrere Fehler gegeneinander aufweisen, so wissen Sie, sie können nicht voneinander abgeschrieben sein. Die individuellen Fehler in A und B zeigen, dass die beiden dann auf eine gemeinsam rekonstruierte Vorlage C zurückgehen müssen. Das nennt man dann den Trennfehler. Der Text von C ergibt sich in der Rekonstruktion daraus, dass entweder A und B miteinander oder A und B mit einem weiteren bekannten, unabhängigen Überlieferungszeugen D übereinstimmen. Ja, man versucht dann natürlich zu sehen, was ist wirklich in C gewesen und was ist in A und was ist B gewesen. Also wird es kompliziert. Erst haben wir nur zwei Handschriften, dann haben wir drei und dann im Endeffekt sogar vier. Aus dem Vergleich der Lesarten ergibt sich im besten Fall ein geschlossenes Stemma. Man tut so, als ob es das immer gibt, aber es gibt es eigentlich, glaube ich, in der Minderheit der Fälle, möchte ich fast sagen. Meistens ist die Lage verworrener, da die Abhängigkeiten der Handschriften durch die Vermischung der Überlieferung nicht mehr zu trennen sind. So kommt es häufig vor, dass ein Kodex, die Abschrift eines Kodex, mithilfe eines weiteren Kodex korrigiert wurde oder ein Text Varianten enthielt, die verschiedentlich in die Abschriften eingedrungen sind. Man spricht in diesem Fall von Kontamination, Contaminatio. So. Also man macht daraus insgesamt, das zeige ich Ihnen gleich noch an einem Beispiel, ein Stemma. Und den Ausgangspunkt eines jeden Stemma bildet der sogenannte Archetypus, der Archetyp, an den sich dann gegebenenfalls weitere Hyp-Archetypen, also Unterarchetypen, anschließen. Der Konvention nach bezeichnet man diese erschlossenen Buchstaben, diese Archetypen, also nur diese, im Stemma meistens durch griechische Kleinbuchstaben. Und für den Archetypus verwendet man oftmals den Buchstaben Omega, also den richtigen Archetypus. Das ist wichtig, dass Sie wissen, dass man diese Archetypen nur rekonstruiert. Die sind nur erschlossen, die gibt es nicht mehr. Also, es gibt zwei Handschriften A und B. Ja, wir wissen, die können nicht voneinander abgeschrieben sein und schließen daraus, sie müssen aus einer anderen Handschrift abgeschrieben sein, weil sie meinetwegen gemeinsame Fehler aufweisen und die würden wir jetzt ganz primitiv als Archetypus bezeichnen. Und der ist der Archetypus mal im griechischen Buchstaben. Wenn das nicht der Fall ist, dann in den Ausgaben, dann beruht das meistens darauf, dass Bezeichnungen aus einer ganz anderen, auf einer langen Tradition beruhen. Also wenn Sie manchmal eine Handschrift durch griechische Zeichen angegeben sehen, dann das griechische Zeichen sich nicht auf einen Archetypus bezieht, dann liegt es meistens daran, dass aus früheren Zeiten ein griechischer Buchstabe oder ein Kleinbuchstabe, ein anderer für diesen Kodex eingeführt ist und man dann die Bezeichnung des Kodex, die Kurzbezeichnung des Kodex nicht ändern wollte. Okay, das ist der Archetyp. Für den Wert des Kodex, also den, der für die Überlieferung hat, ist nicht das Alter eines Kodex ausschlaggebend, sondern
seine Stellung im Stemma. Zwar hat die älteste Überlieferung in der Regel einen hohen Wert, doch gibt es gelegentlich auch jüngere Handschriften, die gleichrangig zu behandeln sind. Nochmal ein Beispiel. Wir hätten jetzt hier meinetwegen den Archetyp, den können wir datieren, sagen wir mal, der ist im 8. Jahrhundert. Und dann haben wir einen Kodex, meinetwegen, der ist im 13. Jahrhundert, geht aber direkt auf diesen Archetyp zurück. Nennen wir ihn mal B. So. Dieser Kodex hat dann, weil er direkt auf den Archetyp zurückgeht und nicht noch zig Zwischenschritte vor sich hat, meinetwegen hier geht noch D ab, so, hier geht noch F ab, wir sagen mal, dieses ist das 11. Jahrhundert, Sie sehen, der ist direkt abgeschrieben, hat deswegen mehr Wert, obwohl er, sagen wir mal, 200 Jahre später ist, als zum Beispiel Codex C, der bereits auf A zurückgeht und vielleicht noch eine Beimischung von irgendwas anderem erhalten hat. Man sieht also, wie in der Überlieferung nur die Abhängigkeit eine Rolle spielt und nicht das Alter. Gut, schwupps, mal zurück. Auf die Recensio folgt als zweiter Schritt die Examinatio. Es wird darin überprüft, ob die rekonstruierte erste Form des überlieferten Textes, das heißt der Archetypus, die Version des Autors abbildet oder bereits durch Fehler entstellt ist. Also hier ist Cicero, nenne ich mal C, ne? Oder nenne ich Zi, lieber Zi, damit sie nicht im Kodex verwandeln. Hier ist der Archetypus. Und die Examinatio, die Überprüfung, überprüft nun, ob Cicero das Wort, was im Archetypus überliefert hat, geschrieben haben kann. Ne, dann finden Sie meinetwegen im Archetypus das Wort blub. Hier ist nur ein Beispiel, findet man natürlich nicht. Und Sie wissen genau, Cicero kann an der Stelle nicht blub geschrieben haben, sondern er muss irgendwas anders geschrieben haben. Ja, das ist die Examinatio. Sie sehen also, da ist ein Fehler drin. Wenn Sie jetzt sehen, dass ein Fehler drin vorliegt, dann folgt als dritter Schritt die Emendatio, die Verbesserung. Dabei werden die Fehler der Überlieferung nach Möglichkeit geheilt oder verbessert. Also dann korrigieren Sie den Archetypus und versuchen, das wieder herzustellen, was der Autor geschrieben haben könnte. Ballhorn kennt keine Grenzen, also Fehler können alle möglichen vorkommen, aber es gibt einige Prinzipien, die ihnen unterliegen können. Also es gibt Fehler, die sich aus der Handschrift ergeben. Falsche Worttrennung, Verwechslung von Buchstaben, falsche Auflösung von Abkürzungen. Die ergeben sich einfach aus dem Überlieferungsprozess da zum Beispiel. Dann gibt es Fehler, die durch andere Aussprache entstanden sind. Also dass I nicht mehr wie I, sondern wie E ausgesprochen wird. Daraus zum Beispiel oder aus anderen Eigenheiten der lateinischen Sprache. Dann gibt es Auslassungen, Haplographien, Dithographien. Dann können auch Randbemerkungen oder Varianten in den Text eindringen, das ist häufiger als Sie denken, oder auch Text verstellt werden. So, das sind die Fehler, die so aufkommen können. Wir können das ja gleich nochmal ein bisschen angucken. Die handschriftliche Überlieferung bezeichnet man als die direkte Überlieferung und hinzu kommt die indirekte Überlieferung, die aus Zitaten des Textes bei anderen Autoren besteht. Zum Beispiel, meinetwegen, haben Sie Vergils Aeneis, die haben wir in handschriftlicher Überlieferung, aber Vergils Aeneis wird ja bekanntlich viel bei Seneca zitiert, also haben wir an einigen Stellen, neben der direkten Überlieferung durch die Kodizes,
auch die indirekte Überlieferung durch das, was Seneca, durch die Verse, die Seneca zitiert hat. Okay. So. Und hier habe ich Ihnen mal ein Stemma vorgestellt von Ciceros De Legibus, weil das nun wirklich ganz interessant ist. Um Ihnen zu zeigen, dass das manchmal in der Realität sehr komplex aussehen kann. De Legibus ist eine interessante Schrift, weil die so schön kaputt ist. Da kann man viel dran überlegen. Und ich habe auch schon daran überlegt, und das stelle ich Ihnen auch noch mal ein bisschen vor vielleicht. Okay. Hier am Anfang haben wir den Archetypus von allem Omega. Der ist nur rekonstruiert. Also wir haben ihn nicht, wollte ich noch sagen, wir haben ihn nur rekonstruiert. Hier haben wir die erste Handschrift B. Deswegen groß geschrieben, weil das eine tatsächliche Handschrift ist. Der Leidensis, der kommt aus Leiden, Fossianus, vor allem Voss, Herr Voss hat das mal gehört, Latinus stammt aus dem 9. Jahrhundert, in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Dann, auf derselben Stufe rekonstruiert man einen ersten Hyp-Archetyp, ungefähr A-Alpha, von dem wiederum verschiedene andere Hyp-Archetypen, Beta, Gamma und Delta abhängen. So, das sind die Ursprungsverhältnisse, wenn sie denn hoffentlich so waren. Ich muss mich hier auf die Ausgaben verlassen. Und der nächste Kodex A aus dem 9. Jahrhundert, sehen Sie, der ist offensichtlich schon, der steht hier, das ist wieder ein Kodex aus Leiden. Der ist offensichtlich, hat er irgendwas mit B zu tun, aber er hat gleichzeitig was mit einer anderen Traditionslinie zu tun, die sich hier schon in Beta mit der Traditionslinie, die sich von B ableitet, gemischt hat. Dann sehen Sie, darunter gibt es noch einen Florentiner Kodex, der ist aber nur aus dem Kodex A abgeschrieben, bis das Ganze dann zu einem nächsten Archetyp, Hyp-Archetyp führt. Und von denen hängt dann letztlich alles, was wir haben, alle jüngeren Handschriften und die Handschrift des Poggio ab. Die Archetypen hier auf der anderen Seite lassen sich dann rekonstruieren aus einigen anderen Kodizes, die wir noch haben. Nicht? Wir rekonstruieren Gamma natürlich wieder aus den Kodizes, wieder einem Kodex aus Leiden, aus dem 13. Jahrhundert, deswegen sind sie weiter unten geschrieben, aus einem Parisinus aus dem 15. Jahrhundert und aus einem Rotomagensis aus dem 15. Jahrhundert. Lässt sich daraus rekonstruieren, aber wir haben letztlich den natürlich nicht mehr und diese bilden dann auch offensichtlich keine weitere Tradition. Das Gleiche gilt für die Kodizes H und L. Sie sehen also, wie man versucht, einen Stemma aufzustellen mit vielen Archetypen und sieht, okay, wenn man jetzt in dem Stemma guckt und Sie das jetzt evaluieren müssen, dann sehen Sie, B zählt sehr viel und A zählt etwa so viel wie B, aber A müssen Sie wieder aus den verschiedenen Handschriften, die Sie hier haben, rekonstruieren. Hier zum Beispiel der Kodex A kann wichtig sein, weil er was Gesondertes zu B liefert. Aber B ist in jedem Fall natürlich früher in der handschriftlichen Tradition drin, also weniger durch Fehler entstellt. Ja, das wäre einmal ein Überblick über ein komplexes Stemma. Ich weiß, normalerweise in den Einführungsbüchern macht man immer Catull, aber der war mir nun wirklich ein bisschen langweilig. Hier sehen Sie, wie das ein bisschen komplexer zugehen kann. So, ein bisschen weiter. Ja.
Die Ergebnisse der Textkritik schlagen sich in einer kritischen Ausgabe nieder. Diese Ausgabe besteht aus einem Vorwort in lateinischer Sprache, jetzt aber häufiger auch schon in englischer Sprache, in der sich der Herausgeber zum handschriftlichen Befund äußert und nach Möglichkeit einen Stemmer angibt, also Präfatio, Vorwort. Dann gibt es ein Siegelnverzeichnis, das eine Übersicht verschafft über die Abkürzungen der Kodizes und über die wichtigsten Handschriften und gegebenenfalls weitere Abkürzungen bietet. Das ist das Siegelnverzeichnis und dann kommt die wissenschaftliche Textedition. Die Edition präsentiert sich im Erscheinungsbild wie folgt. Sie besteht grundsätzlich aus dem Text, der ist oben, und dann ein oder zwei kritischen Apparaten, die über die parallel bzw. indirekte Überlieferung und die direkte bzw. handschriftliche Überlieferung Auskunft geben. Also Sie haben zwei Apparate. Erstmal die direkte Überlieferung, da stehen die ganzen Kodizes drin, also im besten Fall. Und daneben noch einen, der die indirekte Überlieferung, die Parallelen angibt. Das aber nur bei Autoren, wo es sehr komplex ist. Sonst wird manchmal auch nur ein Apparat geboten. Gut. Im Text, der Text, ich komme jetzt erstmal zum Text, da müssen Sie mit drei oder vier Zeichen des Herausgebers rechnen und nach denen befragen wir Sie auch immer. Zunächst Spitze Klammern, zeigen an, dass ein Wort vom Herausgeber ergänzt worden ist. Also wenn Sie den Text lesen und sehen darin ein Wort in Spitzenzeichen, dann heißt es, dieses Wort ist nicht überliefert, sondern es ist vom Herausgeber ergänzt worden. Gut. Dann die eckigen Klammern, die zeigen an, dass ein Wort vom Herausgeber getilgt worden ist, da es nicht vom antiken Autor selbst geschrieben wurde, sondern irgendwie später in die Handschriften eingedrungen wurde. Gelegentlich finden Sie da auch geschweifte Klammern. Ich sage das dazu aber nur ganz selten. Also die Konvention ist eckige Klammern, wenn etwas in den Archetyp eingedrungen ist, was nicht vom antiken Autor geschrieben worden ist. Das, was man dann gemacht hat, der Herausgeber, das ist eine Tilgung und der Fachbegriff für diese Tilgung ist Athetese, Athetesis. Ne? Titenae, griechisch, so beiseite legen, Alpha privativum, A, abseits, raus tun. Und mehr heißt es nicht. Aber es heißt, ist der Fachbegriff dafür, Athetese. Okay, dann gibt es die sogenannten Kreuze, die sogenannten Cruces desperationis, Kreuze der Verzweiflung. Die zeigen an, dass der Herausgeber den Archetyp, also die Überlieferung, an der Stelle für nicht korrekt hält, aber er keine Heilung des Textes vorgenommen hat, weil er das nicht konnte oder nicht wollte, weil die Sachlage einfach zu schwierig ist. Manchmal weiß man wirklich nicht mehr, was da genau gestanden hat. Dann setzt man fairerweise ein Kreuz. Viele tun das auch nicht. Die tun so, als ob sie den Text verstehen. Aber wenn man den Text nicht versteht und nicht mehr verstehen kann grammatisch, dann sollte man ein Kreuz setzen, dem Leser anzeigen, dass der Text da nicht gesund ist. So, und dann gibt es noch die drei Punkte, die werden von spitzen Klammern begleitet und die zeigen, dass der Herausgeber eine Lücke im Text ansetzt, aber eben auch nicht mehr weiß, was in der Lücke gestanden hat. Gut, das gilt bei normalen Ausgaben. Bei Papyri sieht das anders aus, da gelten die sogenannten Regeln des Leidener Klammersystems. Da brauchen Sie mehr Zeichen, weil Sie eben auch gerne anzeigen, was in dem Papyri so los war. Ist ja manchmal auch was durchgestrichen und so weiter und so fort. Und das muss man eben durch ein komplexeres Zeichensystem anzeigen.
Okay. Von dem Apparat, der die handschriftliche, der Apparat, der die handschriftliche oder direkte Überlieferung verzeichnet, kann zwei Formen annehmen. Eigentlich drei, aber ich sage mal im Grundsatz zwei. Nämlich einen positiven Apparat, der ist sehr ausführlich, da er den kompletten Befund verzeichnet. Es werden darin sowohl die Handschriften, welche die vom Herausgeber bevorzugte Textversion bieten, als auch diejenigen, die Abweichungen darstellen, aufgeführt. Also alles, alles. Sie sehen, was im Text steht und Sie sehen auch, was abweichend ist. Ein negativer Apparat ist kürzer und platzsparender. Da werden nur die Handschriften aufgeführt, die Abweichungen enthalten von dem, was Sie im Text dann lesen. Gelegentlich kann diese Methode zu Missverständnissen führen, weil Sie eben dann immer in der Einleitung nachschlagen müssen. Wenn Sie nur einen negativen Apparat müssen Sie sich den immer aus der Einleitung ergänzen. Bei einfachen Textverhältnissen ist es natürlich leicht, aber wenn es zu komplex wird, dann sollte man lieber einen positiven Apparat schreiben. Gut, dazu. Vielfach, ich hatte es schon angedeutet, begegnet man aber auch Mischformen. Was dann in dem kritischen Apparat ist, das hat man zunächst natürlich die Handschriften und dann die Vorschläge des Herausgebers oder anderer Gelehrter sind da drin. Die Sprache, in der der kritische Apparat verfasst ist, ist der Konvention nach Latein. Und die Auskünfte über die eigenen textkritischen Operationen oder diejenigen anderer Gelehrter werden in der Regel kursiv gesetzt. Und die einzelnen Einträge, also Lemmata, zu einem Sachverhalt werden durch einen großen weißen Abstand voneinander getrennt. Und die verschiedenen Einträge zu einem Eintrag, das sehen wir gleich, Vorschläge zu einem Eintrag werden durch oder Sachverhalte zu einem Eintrag werden durch einen Doppelpunkt voneinander geschieden. In einem positiven Apparat am Anfang wird die in den Text gesetzte Version aufgeführt und dann folgt der weitere Überlieferungsbefund und die Konjekturen der anderen Gelehrten. Die kann man dann ordnen nach Plausibilität oder Alter. Die gängigen lateinischen Fachtermini werden in der Regel abgekürzt und dieses Abkürzungsverzeichnis finden Sie dann am Anfang der Ausgabe oder Sie kennen diese Abkürzungen schon. Ich habe die mal mitgebracht. Es gibt natürlich auch immer noch sehr idiosynkratische Abkürzungen, aber hier zum Beispiel haben Sie einfach das, was man, also die vielen verschiedenen lateinischen abgekürzten Wörter, die Sie da sehen können. Welches sind denn die wichtigsten? Ja. Zum Beispiel hier seclusit, also er sie hätte es hat ausgeschlossen, nicht reliqui, die übrigen. Da müssen Sie dann immer Ihr eigenen Verstand spielen lassen. Delevit, ne, der hat getilgt. Das sind all die verschiedenen Abkürzungen, die Sie in einem textkritischen Apparat finden können. Nach Gerhard Jägers Einführung in die klassische Philologie habe ich das hier angegeben. Zum Schluss noch ein Blick auf eine kritische Edition. Einen kritischen Apparat, den ich selbst getippt habe, deswegen sind da auch noch ein paar Fehler drin. Sie sehen, ich habe Ihnen hier die Sachen, die Punkte, an denen es schwierig wird, das macht man in der Ausgabe eigentlich nicht, mal dick gedruckt, um Sie darauf hinzuweisen, dass es da schwierig wird. Ich habe einen positiven Apparat geschrieben nach dem Vorbild von Paul, und habe den ein bisschen abgewandelt. Hier sehen Sie, das erste Wort, was schwierig ist,
ist bereits Funebria. Schauen wir in die Überlieferung. Funebria ist überliefert im Codex S. Ne? Aber da hinten ist so eine kleine 2 dran, heißt nur in zweiter Hand. Alle anderen Kodizes liefern Funebris. Wobei hier in A1 Eras das ausradiert worden ist. Und dann gibt es einige Handschriften auf der anderen Seite, Sie haben ja das Thema von mir gesehen, die liefern Funebribus. Wenn Sie jetzt mal versuchen, den ganzen Text zu übersetzen mit Funebris, kommen Sie nicht hin. Nicht? Mit Funebris kommen Sie nicht hin. Entschuldigung, Funebris A ist der überliefert. Ich hätte das präziser, genauer sagen sollen. Entschuldigung, kommen Sie nicht hin. Und mit Funebribus A, so genau, kommen Sie auch nicht hin. Sie müssen sich also überlegen, was da passiert ist. Und das sieht also danach aus, das A haben Sie da irgendwo, das haben auch schon viele wahrscheinlich drüber geschrieben, dass dort an der Stelle Funebria stand. Dann haben Sie Kongruktion. Da haben Sie an der Stelle die Kongruenz hergestellt. Ketera item Funebria quibus luctus augetur duodecim tabulae, das sind die 12 Tafelgesetze, sustulerunt. Die übrigen Sachen, die zur Trauer gehören, durch die die Trauer vermehrt wird, haben die 12 Tafelgesetze aufgehoben. Und das wäre also jetzt hier die erste schwierige Sache. Und dann sehen Sie hier bei dem Quo, dem Quos, haben wir wieder eine verschiedene Überlieferung. Einige Handschriften, unter anderem B, diese frühe Handschrift, bietet Quo und auch noch A, aber nicht in der ersten Hand. In der ersten Hand hat A Quos gehabt, aber irgendeine Korrektur, deswegen hat der Paul dafür X geschrieben, hat dann das gleich korrigiert, hat jetzt das Richtige, das Quo ist auf jeden Fall richtig, hergestellt. Aber Sie sehen, wie die Überlieferung eben dort, die spätere Überlieferung, hier gleich einen Fehler aufweist. Ja? Homini inquit mortuo ne ossa legito quo post funus faciat. Er soll bei dem Toten die Knochen des Toten nicht aufsammeln, so, ich mache mal den Dativ ein bisschen anders aus, damit er ihnen später ein Begräbnis, damit er sie hinterher bestattet. Das könnte die Überlieferung heißen und Müller hat dann quoi gemacht, das ist qui, das geht aber auch nicht ganz, auf an der Stelle. Denn sehen Sie hier die nächste spannende Sache. Es ist eine Einfügung. Hug transposuit Schömann 1858 post impositam jubet der Archetyp Omega. Was ist hier passiert? Dieser Text stand ursprünglich an einer anderen Stelle im Archetyp, aber da kann er nicht hingehören. Und deswegen hat Herr Schömann diesen Text an diese Stelle umgestellt. Und da ist er sehr wahrscheinlich dann richtig, an dem richtigen Platz, finde ich jedenfalls. Aber Sie sehen ursprünglich, in unseren Handschriften stand er eben nicht da, wird an dieser Stelle ergänzt, suppliert und deswegen diese beiden Zeichen da drin. Okay, das ist jetzt hier nur ein kleiner Einstieg. Ich habe Ihnen den aufgeführt, weil ich hier selber eine Konjektur vorgenommen habe, die ich natürlich meine richtig ist. Also das sind die Sachen, die mir am meisten Spaß machen, so Texte zu korrigieren. Natürlich Einführungsvorlesungen zu halten, macht mir auch super Spaß. Nein, aber Texte zu korrigieren macht mir großen Spaß und bei schwierigen Überlieferungen, da kann man dann immer knobeln, was da gestanden haben könnte. So viel jetzt.
zur Textüberlieferung erstmal. Vielen Dank.